Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Und ich weiß wie immer nicht, was wir gemacht haben. Inspirierender Klumpen, Welthornklumpen gefarmt hat. So. Ja, und dieses Rotzbuch da, das können wir mal ganz schnell wieder da ablegen. Aber ganz schnell. Bücher kaufen. Was ist das denn? Fröhliche Buch. Kommt aus Brasilien. Zaubertricks leicht gemacht. Wie ich euren Vater absolvierte. Wann wird es Winter? Irgendwie sind die Bücher alle dumm. So, sind sowieso auch alles Kinderbücher so ein bisschen. Gepunkteter Tumult. Okay. Ich weiß zwar nicht, was Geige mit Romantik zu tun hat, aber okay, und das von mir aus auch. Irgendein Verbrechen. Das Licht kommen. Ungefähr 12 Methoden für ein Techtelmechtel. Ganz toll. Verführungen auf hoher See. Ach, ich find's doch wunderbar. Nicht. Dafür haben wir jetzt neue Bücher. Das ist doch auch schon mal was. Zwar Rotzbücher, aber wir haben neue Bücher. So. Und keine Post bekommen. Und ihr dratscht noch ein bisschen. Das ist doch auch wunderbar. So, ansonsten passt das. Passt echt alles eigentlich so. Und du musst du heute arbeiten. Ja, leider. Leider. Und ich entscheide mich, die Aufgabenverlieferung einfach mal nicht zu machen. Du kannst dich mit ihm ganz tiefgründig unterhalten, das ist auch wunderbar. Und du bist fertig mit deinem Tonklumpen. Und was soll das sein, wenn es jetzt fertig ist da? Ich weiß es nicht. Okay. Ist mir auch egal. Sieht aus wie... Weiß nicht, wie was das aussieht. Mit Niklas plaudern, ja. Das könnt ihr doch machen. 175 und 535. Gibt's irgendwas Nützliches? Funktionsdrink, Selbstsicherheit, Schlafersatz, Blitzputzer. Alles unnötig. Alles richtig unnötig. Achso, stets willkommen könnte ich theoretisch nehmen. Aber andererseits, wann gehen wir zu anderen Leuten? Muss ich jetzt ja so irgendwie mal feststellen. Und von dem her glaube ich, ist das... Macht das gar nichts. Muss man sich um die alle gar nicht kümmern, das ist ja wunderbar. Das kann sie dann machen, wenn sie heimkommt, die liebe Barbara. Dass vielleicht endlich mal ihren Mega-Verkauf machen kann. Und wo wir beim Thema sind. Und sie braucht einen Tag Urlaub. Das mache ich dann morgen, wenn ich es nicht vergesse. Alles verkaufen. Oh, und sie hat Hunger. Ja. Forschen von mir aus. Nee. Nee, so, und dann kannst du hier... Öffnen, ist noch irgendwas drin? Rührei mit Speck. Buntbarsch aus der Pfanne. Ein Gericht nehmen. Und du kannst dann eigentlich auch nämlich Abendessen. Gourmet-Menü servieren. Ja. Frische Zutaten verwenden, sowieso. Schinken-Spargelröllchen. In der Familiengröße. So,
kannst du inspiriert kochen. Und du hast jetzt genug gespielt, würde ich doch mal meinen. Er ist okay. Er hat vor allem auch Hunger. Würdest du da bitte weitermachen? Danach kannst du die auch gern trinken. Ich wäre sehr froh, wenn du vorher zu Ende kochen würdest. Niklas muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Und was macht er jetzt? Rede mit ihr. Du? Essen. Jetzt. Sofort. Husch, husch. Ich habe wenig Lust darauf, dass du mir bei Arbeit noch verhungerst. Sie kann Pflanzen in einem größeren Bereich jäten. Ja, wow. Ganz toll. Was hat sie jetzt für ein Problem? Ich glaube, dass das, was sie wollte, nicht mehr zu essen gibt, ne? Ein Gericht nehmen. Schink. Er isst sowieso Schinkenspeicher. Sie wollte ich eigentlich ein Gericht nehmen. Was tust du denn jetzt? Ich glaub's nicht, jetzt isst sie's Frühstück. Was ist denn los mit euch allen? Qualität ausgezeichnet. Und sie beschwert sich schon wieder. Ach, du musst erst mal auf die Toilette, wenn du heimkommst. Und ach, das funktioniert ja wieder nicht, weil er nicht da ist. Und er ist gelangweilt. Wegen langweiliger Arbeit. Oh. Programmieren. Programmieren üben. Weil Hunger hat er ja noch nicht so wirklich. Und dann kannst du zur Arbeit gehen, endlich mal. Du brauchst nicht aufräumen. Ich dachte, du müsstest schon längst bei Arbeit sein. Ja, muss er auch eigentlich. Aber komm, er spült noch das Geschirr und macht noch sonst irgendwas. Sie kriegt den Anruf von Sebastian Mertens. Ja, vielleicht lenkt er sie ab, was weiß ich. Nachdem der Travis Scott ja gerade so ein bisschen beschäftigt ist. Vielleicht merkt sie ja das gute Essen, aber sieht auch nicht so wirklich nach aus. Bastian Mertens. Über Probleme fischen. Definitiv. Fesselt die Geschichte erzählt. Luft machen. Über Farbtheorie reden. Nach Karriere fragen von mir aus, ist mir egal. Niklas ist zur Arbeit, ja, wunderbar. So. So, sie kann sich über ihren Ärger beschweren. Er ist noch gelangweilt, wegen langweiliger Arbeit. Und kann Programmieren üben. Und dass das schon wieder nichts gibt, das sehe ich doch auch schon wieder. So, du kannst schreiben, weiterschreiben eigentlich. Jo. Als Fitnesstrainer bei EasyFit arbeitet. So, und was macht sie jetzt? Irgendwas im Kühlschrank. Und danach kannst du da weiter essen. Wieso du auch immer du das nicht aufgegessen hast. Bitten zu gehen dann. Weil du hier ein bisschen sonst störst vielleicht. Gegebenenfalls. So, was tust du jetzt? Dann kannst du das aufräumen. Nein, Spaß nicht so täuscht, kannst du danach fernsehen. Er ist noch gelangweilt. So. Ich könnte mit euch allen mal wieder schwimmen gehen, aber ja.
Weiß ich nicht. So. Er macht sich einen Tee. Von mir aus auch das. Das war zwar nicht unbedingt, was ich mit dir vorhatte, aber du bist sowieso todmüde, das heißt, du gehst jetzt ins Bett. So. Er schläft und sie ist verspielt. Will irgendwelche Spiele spielen. Nee, du gehst jetzt auch ins Bett, du bist müde. Und du? Eigentlich auch. So, wir sind schon über der Hälfte fertig sowieso. Es reicht fast aus, um einen Taumelig zu machen. Ah, steigt an. Okay, gut zu wissen. So, hat tolle Arbeit geleistet. Brauchst du irgendwas? Duschen könntest du und dann kannst du auch ins Bett gehen. Und ich schaue mal noch mal kurz, ob wir was Interessantes im Haushaltsinventar haben. 3 VIP-Eimer. Ich weiß halt nicht, ob ich da alle verkaufe. CD-Stapel. Sehr schön, noch mehr Computerfestplatten, Sitzsäule, Leinwandregal, der Hipster-Hugger mit Sonnenblumen, Taburin. Oh, das ist vielleicht tatsächlich was, was ich gut finde. Poster Revan. Okay. Schildwache. So eine komische Uhr. Immerhin ist sie gut wiederhergestellt. Oh, ich habe ja so eine Bildbeleuchtung. Da war ja was. Genau bei euch übers Bett. Ach, ich liebe das. Ja, aber automatisch. Ich kann kein Objekt überschneiden. So. Ich müsste halt auf automatisch einstellen. Den Nahrungsverbrauch hat und den komischen Messerblock. Nee, nee, dann lassen wir das. Ach so, da kann man eine Zeit umstellen. Nee, nee. Die Lampe bitte. Automatische Lichter, alle Lichter. Ich muss euch ja jetzt nicht mitten ins Gesicht scheinen eigentlich. Und dann überspringen wir ein bisschen die Nacht, beziehungsweise lassen sie schnell vorlaufen. So, wie geht's dir? Du bist glücklich und unglücklich, weil ausgehungert. Rührei mit Speck essen, ja, warum auch nicht? Danach kann ich auch noch Fernsehen schauen. Fließender Oolong-Tee. Was tust du denn schon wieder? Du sollst da bitte weiter essen, hallo. Was ist denn da los? Fließender Oolong-Tee. Ich weiß auch nicht, was der macht tatsächlich, aber er hat selber hat ihn hergestellt. Ja, und seine Muskeln sind ein bisschen sehr deutlich, aber gut. Ein bisschen weniger Sport machen, würde ich da schon sagen. Ja, ich habe keine Ahnung, was der tut, der Tee. Und die gute Barbara ist auch wach. Wie geht's ihr? Sie muss dringend auf die Toilette und das macht sie auch schon. Das ist auch nicht unbedingt so ein tolles Frühstück. Aber sie kann einen Buntbarsch essen, das ist auch gar nicht unbedingt ein Frühstück, aber ist ja dann egal. Ach, und die Hände waschen, das wird überbewertet, oder wie sehe ich das? Und mit welcher Gewalt ihr das alle macht immer? Was ist denn los mit euch? So, dann könnt ihr das aufnehmen.
Ah, energiegeladen macht der Tee. Gut zu wissen. Ah, und irgendwie hast du, glaube ich, einen neuen Schlafanzug. Den finde ich aber gar nicht schlecht, muss ich ja mal so sagen. Und du musst dann noch auf die Toilette. Ach, und jetzt gehst du zweimal auf die Toilette. Das finde ich auch wunderbar. Was war das? Videospiel oder App programmieren. Ja, können wir noch nicht. Ganz einfach können wir noch nicht. Programmieren. Die Zuflucht weiter modden. Haben wir mal angefangen, die zu modden? Du hast ein Problem damit, wenn du deine Ehefrau im Bad siehst. Ich verstehe es nicht. Mehr Auswahl und jetzt fragst du mitten im Fluss Sit-Ups. Obwohl du sowieso schon nur Haut und Knochen bist. Das ist ja. Ah. 1A bist du. 1A. Schreiben an Isla Paradiso. Haben wir von Isla Paradiso einen? Ich weiß ja nicht. So. Programmieren, Spiel modifizieren, die Zuflucht weiter modden. Wer spielt das so grauenvoll Geige? Sie kennt's doch eigentlich. Geht doch. Nee, nee, du kannst schon da weiter spielen und zwar Lied spielen. Irgendwas war. Hieß das im Kerzenschein? Ich meine, ich bin mir nicht mehr so sicher. So, lockere Unterhaltung. Ja, das wollte ich unbedingt. Ich finde es einfach gut, dass man das hier spielen kann. Du kannst dich hier mal drum kümmern. Das finde ich einfach gut so. Das finde ich weniger gut, aber okay. So, dann kannst du. Sehr glücklich bist du, das freut mich doch. Dann kannst du einen Schwarztee machen. Was war das? Aufräumen. Doch, doch, das kannst du weiterhin machen. Kannst du aber einen Tee machen und dann. Danach kann sie aufräumen in der Zwischenzeit, wo der Tee braucht. So, der schreibt, der programmiert. Und ich habe keine Ahnung, was du sonst noch so machen könntest. Aber du könntest einen Tee trinken. Getränk holen. Verbesserter Stoffwechsel. Der Tee hat einen größeren Energieschub gegeben. Ich bin ja auch mal dann gespannt, welcher Energieschub dann wirkt. So, okay. Er isst was. Und er ist nur okay. Kann er auf die Toilette danach? Ich hoffe, das macht auch danach. Ja, sieht ganz gut aus. Spaß ist bei euch allen nicht so wirklich. Außer bei ihr. Wenn du Spaß brauchst, dann kannst du ja wunderbar Fernsehen schauen. Und du brauchst auch Spaß. Dann kannst du spielen, die Zuflucht mit Mods spielen. Und glücklich wegen der Toilette. Ist doch auch was. Travis muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Auch das noch. Was ist mit dir denn? Ja, aber danach isst du dein Capresi-Salat schön fertig. Was ist denn hier los, sag mal? So. Ja, dein Spaß ist soweit voll, also isst deinen Caprese-Salat. Du bist inspiriert. Und nicht konzentriert, das ist das Problem. Programmieren üben. So. Aber in 5 Minuten muss er eh auf die Arbeit. Aber.
Ah ja, sie will ja sowieso einen freien Tag heute. Hat sie heute frei? Nein, hat sie nicht. Dann kann ich Arbeit Urlaubstag nehmen. Dann nimm dir den auch bitte. Und danach kannst du Erzeugnisse verkaufen. Mega-Verkauf. Kann sie noch nicht. Was macht sie jetzt? Und Erzeugnisse verkaufen. Alles verkaufen. Alle gießen. Und kann sich da ein bisschen um den Garten kümmern. Sehr konzentriert ist die gute Frau. So, und du solltest doch schon wieder längst bei Arbeit sein. Das machst du jetzt auch bitte. So, er ist glücklich und schreibt sein Buch fertig. Und dir geht's ganz gut. Dir geht's 1A sogar. Level 7 der Programmierfähigkeit müsst ihr erreichen. Und er hat... erfüllt sozial. Sozial ist eigentlich... Spaß wäre ganz gut. Dann lassen wir es mal ruhig angehen. So. Ich hoffe auch, das sorgt dafür, dass er nachher noch ein bisschen mehr Energie hat. Er muss auf die Toilette. Und das macht er jetzt hoffentlich auch. Nein, macht er nicht. Er plaudert mit Niklas. Das kannst du gleich... Du kannst schlecht mit ihm weiterreden, aber du gehst jetzt erstmal auf die Toilette. Emotional Aura aktivieren. Also versetzt dann die Leute in inspiriert. Okay. Und er hat ein komplettes Buch geschrieben. Das kann er irgendwann verkaufen. Wir brauchen es jetzt ja nicht so wirklich, wenn man auf unser Geld schaut. Realistisches Gemälde. Großes realistisches Gemälde, bitte einmal. Ah, und jetzt hat sie beide. Natürlich, weil sie mal wieder beide braucht. Ich find's doch ein. Ich find's 1A. Und dass man mit der keine Fotos machen kann, das läuft mir immer noch. Ach, du kannst doch Fotos machen. Mit Niklas plaudern. Du kannst doch auch Foto machen. Foto machen. Von in dem Fall. Mit wäre auch ganz gut, aber ich glaube, das funktioniert irgendwie dann nicht. Hä? Wo läufst du hin? Foto von Niklas machen, ja? Hä? Soll ich mal wissen, was das wird? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Das ist einfach so nicht dein Ernst, dass du vors Gebäude läufst, um von ihnen ein Foto zu machen, obwohl er hier drin ist. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert, wenn ich das nochmal ihm sage, dass er das machen soll. Aber ganz ehrlich, schlampiger Code. Ne, das soll er selber korrigieren. Geschafft, der Produzent lobt Travis und hat bei dem neuen Klick auch noch einen Gefallen gut. Das könnte irgendwann nützlich sein. Ja, nee, also das ist ja selbstverständlich, dass man dann danach schaut. Und er macht schon wieder Blödsinn. Ich krieg die Krise. Was soll das denn? Hierhin gehen. Hierhin joggen. Hierhin gehen. Und wehe, es funktioniert jetzt nicht. Was ist denn hier los? Sag mal. Nee, nicht du. Du, Foto, Foto machen von Niklas. Ah, ja, danke schön. Schön, dass es mal funktioniert. Die Pose passt, ist zwar dumm. Und das Ding hier ist auch dumm. Das, der Hintergrund und alles, aber okay. Obwohl, der Hintergrund, mit dem Muster, ich weiß nicht.
Ich weiß nicht. Also wirklich gut finde ich es nicht. Aber okay, man muss nehmen, was man kriegen kann. Dafür kann ich jetzt noch Foto machen mit. Moment, dann kannst du dich aber auch Outfit ändern. Welches sehen wir dann das mit der Kappe? Das da könnten wir machen. Foto machen mit ihm. So. Und Foto machen von mir selber kann ich nicht. Weiß ich nicht. Da haben sie halt so eine dumme Selfie-Pose wahrscheinlich wieder. Was genau ein Foto machen, hast du nicht verstanden? Foto machen mit ihm. Jetzt. Ja, das ist ja wunderbar. Noch ein bisschen näher hätte das nicht machen können. Das sieht man ja überhaupt nichts. Wir machen das anders. Wir machen das so. So, hier hingehen. Und du auch hier hingehen. Wie oft muss ich das jetzt eigentlich noch probieren? Foto machen mit ihm. Jetzt hier. Zicke-Zacke. Aber so, dass ich. So, dass ich auch ein bisschen weiter weg kann. Was ist das denn? Ach, ihr regt's mich auf, wisst ihr das? Wisst ihr das, wisst ihr das? Ich glaube nicht. So. Ich werde es noch einmal versuchen, hier hingehen. Du auch, hier hingehen. Ob das jetzt funktioniert und wenn es jetzt auch schief geht, dann habe ich keinen Bock mehr. Also Leute, ich versuche jetzt seit so gefühlt einer halben Stunde ein Foto zu machen von euch zwei. So, Foto machen mit. Halt, was macht ihr jetzt denn eigentlich? Steht das vor dem Mülltonnen hin, das gibt bestimmt ein ganz tolles Bild. Ach, wenn ihr Selfies macht, geht das nicht. Mit mehr Entfernung. Das ist ja nur dumm. Also der Hintergrund wäre gut, das Motiv ist dumm. Halt Baumodus. Dann kriegst du auch eine Kamera. Kamera. In alle Kameras. So. Was ist denn los hier? Sag mal so, du Kamera im Inventar platzieren. Und mit der Kamera jetzt von ihm ein Foto machen. Und du bleibst hier. Was denn da los? Ich krieg dich. Du auch. Sag mal. Foto machen von ihm. Zwar ein bisschen zackig, sag mal. Ich hasse es. Ich hasse es so abgrundtief. Das ist ja schön. Aber ich wäre doch ganz dankbar, wenn ich den auch ganz drauf kriegen würde. Vor allem das. Nein. Nicht verstellen. Vor allem das hier ist ja so giga unnütz. Ich weiß gar nicht, was das macht. Machen wir mal ohne Blitz auch noch eins. Ich kann schon in deinen sozialen Medien teilen. Soweit ich weiß, funktioniert das eh nicht. So. Meine Güte. Dann kannst du auch noch von ihr. Obwohl, es funktioniert alles sowieso nicht. Von ihr habe ich schon ein Foto. Ich krieg dieses irgendwann mal von ihr auch noch mal ein gescheites Foto. Wenn ich mal wieder Motivation habe. Weil gerade ist meine Motivation, ja, sinkt ins Unermessliche. Bringt es Spaß, wenn du Bücher liest? Ich weiß es nicht. Du bist inspiriert und musst heute arbeiten. So, ach so, nee, sie hat ja Urlaub. Ich will nichts gesagt haben, sie hat ja Urlaub. Oh, hoho. Auch ein schönes Werk. Kann sie das verkaufen? Und dann kann sie auf die Toilette gehen. Wie ein Champion pieseln kann sie. Und dann kann sie Mittagessen servieren. Grillkäse.
bestimmt was ganz was Gutes. So, und er liest irgendwas. Steigert es deinen Spaß? Ja, sehr schön. Was liest du? Liebe in Zeiten, das hast du schon 10 Millionen Mal gelesen, aber sei es drum. Und wenn wir den Ton so formen können wie du, das habe ich jetzt meine gesteigerten Zweifel dran. In 3 Stunden muss er zur Arbeit gehen. Level 7 der Programmierfähigkeit müsste er noch erreichen. Ah, kann er von mir aus. Wo ist denn Programmieren? Feuer, wo? Du dich löschen, sofort. Selbst löschen. Und weg da davon. Du. Ah. Ist schon gelöscht. Okay. Das heißt, es passt alles. Wo ist er jetzt eigentlich hin? Ach, vors Haus gelaufen. So, sie. Ist angespannt. Geht jetzt erstmal duschen. Damit das wieder einigermaßen wird. Er ist auch angespannt wegen dem Feuer. Setzen. Der Herr tatsächlich geht noch. Tatsache, dann kannst du den Grillkäse fortsetzen. Und dann kannst du dein komisches Buch von mir das weiterlesen. Ach, 1A so. 1A Screenshot. Ja, ich weiß. Und er ist irgendwie genervt wegen dem Feuer. Energie geladen. Sehr schön. Weil verbesserten Herd verwendet hat. Finde ich gut so ausgezeichnet. Du nimmst dir jetzt eine Portion von dem Grillkäse. Ach, der ist noch gar nicht im Kühlschrank. Waschen lassen. Ein Gericht nehmen. Du nimmst dir auch. Obwohl du isch deine tollen Spargel da. Und du kannst dir auch ein Gericht nehmen. Wie sieht's mit dem Hunger aus? Ganz gut. Ach so, du hast ja immer noch nicht hier dein Zeug programmiert. Was soll denn das? Programmieren, programmieren, üben. So. Und du kannst danach Post bekommen und ein Exemplar an den Literaturzirkel schicken. So. Jetzt habt ihr alle mal ein bisschen was vor, würde ich sagen. Jetzt mit der Aufnahme aus. Meine Aufnahme wäre eigentlich schon längst vorbei. Dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Die Sims 4.